Hallihallöchen und herzlich willkommen, oh Gott, endlich bei Flat Out 4 Total Insanity. Ah, ich bin auf jeden Fall total aufgeregt. Ich bin wirklich sehr froh drüber, dass da endlich ein neuer Flat Out Teil rauskommt. Eigentlich kenne ich nur den zweiten Flat Out Teil, weil der halt nur für meine Konsole zur Verfügung war, weil den ersten Teil und den dritten Teil oder der dritte Teil ja eigentlich schlecht war und PSP und PSN und was weiß ich nicht alles, zu wie vielen Sachen der rausgekommen ist und ja, aber nie wirklich wieder für die PlayStation. Ja gut, PlayStation 3 habe ich auch gar nicht. Und jetzt bin ich so aufgeregt, ich finde Flatout 4, oder Flatout allgemein, nicht Flatout 4, ich finde das so cool. Ich bin so aufgeregt und so gespannt drauf und wir werden auf jeden Fall Karriere machen und ich finde dieses Spiel einfach nur so Wahnsinn, weil ich muss sagen, ich finde es halt einfach geil, diese ganze Destruction Derby als Rennen und dann auch diese ganzen Minigames dazu und ist alles so schön und ja, ich freue mich auf jeden Fall total, dass wir das jetzt hier endlich mal wieder spielen können. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen. Da reiße ich glatt an meinem Mikrofon herum. Ich bin aufgeregt. Ich freue mich auf jeden Fall total und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit der Karriere an. Wir kommen in Karrieremodus. Kaufe jetzt dein Erstfahrzeug. Okay, Erstfahrzeug. Ja, viel Auswahl haben wir nicht, wie es, ja. Ja, einmal den und einmal so ein Ententeil-Ding. Für 10.000, beides kostet 10.000. Ja, Beschleunigung hat der schlecht, aber der hat dafür Kraftgut und der hat aber ein scheiß Fahrverhalten. Ich stehe eigentlich eher auf Fahrverhalten. Kann ich auch hier unten? Achso, ja gut, ja, da haben wir noch nicht. Da haben wir natürlich noch nicht das Geld für. Für so eine geilen Kisten hier. Ich freue mich so sehr. Ich bin wirklich sehr aufgeregt. Okay, achso, das Ding kostet 7.000 und das, wir haben 10.000. Aha, jetzt verstehe ich. Ja, ich würde aber sagen, wir kaufen uns einfach mal den hier, den großen Point. Quick, großer Point. Und wir starten damit in die Karriere. Ja, Werkstatt, wir können noch nicht viel machen. Ich weiß nicht, wer Flatout noch nicht kennt. Habe ich eigentlich die ganze Zeit Fallout gesagt, weil ich verwechsel das derzeit sehr viel mit Fallout. Ich weiß nicht warum, wegen Fallout 4 und Flatout 4 und allgemeine Verwirrung. Ich bin ganz stark der Meinung, ich habe Fallout gesagt, aber ich meine natürlich Flatout. Ich bin so aufgeregt. Nee, wer Flatout nicht kennt, das ist ein Spiel, wo man, naja, Rennen fährt und, naja, Destruction Derby mäßig, also andere Autos wegrammen, andere Autos zerstören, andere Autos, ja, komplett vernichten. Und das sehr schön gestaltet in Arena-Kämpfen oder als Wettrennen, also Rundenrennen und sowas. Also jetzt, ich rede jetzt vom Flatout Teil 2. Also ich weiß nicht, wie es jetzt im vierten Teil gibt. Und ab und zu kommen so ein paar Minigames, wo du denn unseren Crash-Test-Dummy, also der bei uns am Lenkrad sitzt, können wir aus dem Auto rausschleudern und mit denen sollen wir dann halt ein paar Aufgaben lösen. So wie damals bei Flatout 2 war das Poker spielen oder Bowling oder Basketball. Einfach, dass die Bowlingkugel dann dieser Crash-Test-Dummy ist und damit muss man dann die Pins umhauen. Hat mega viel Spaß gemacht und ich bin so gespannt, was hier alles neu dazukommt. Aber wir werden jetzt erstmal Rennen starten und dann werden wir auch alles sehen. Ja, wir können nur Derby machen. Wir haben ja auch nur einen Derby-Wagen. Derby Rookie Cup. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf das Spiel. Ich weiß noch nicht genau, was uns genau erwartet. Der dritte Teil soll ja schlecht gewesen sein, auch wenn das nicht von denselben Machern gewesen war. Der dritte Teil, wie die Teile von 1 und 2. Ich glaube, das ist eine finnische Produktionsfirma, aber ich weiß gerade gar nicht mehr den Namen. Ist ein bisschen peinlich, aber jetzt werde ich auch nicht mal von den Sänger angeschrien. Oh Gott, ich hoffe, die ganzen Videos gehen nicht unter GEMA. Wobei, die GEMA gibt's ja gar nicht mehr. Also die gibt's schon, aber bei YouTube gibt's sie ja nicht mehr so verstärkt. Startet das Rennen. Wir gucken uns natürlich erstmal das Rennen, die Strecke an. Wieder eine typische Holzfällerstrecke, wie man sie auch aus den anderen Teilen kennt. Wo man, ja, eigentlich sehr typisch. Wir wollen das Rennen noch nicht starten. Ich will mir die auch erstmal angucken. Wir können natürlich alles natürlich zerstören und umfahren und wir können fast überall langfahren, wo wir wollen. Hauptsache, wir kommen irgendwie ins Ziel. Egal, was wir dabei kaputt machen, zerstören oder wie auch immer, Hauptsache wir gewinnen. Das ist das Wichtigste. Und wir überleben. Das ist auch noch wichtig. Nicht, dass wir totgerammt werden oder kaputtgerammt werden. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich starte das Rennen noch nicht. Nein, erstmal fahren wir noch diese Strecke ab. Das ist mir persönlich sehr wichtig. Können wir da hochfahren? Oh, geil.
auf sowas hätte ich auch mal im echten Leben so Bock. Einfach mal so, so richtig Destruction Derby mäßig alles, das Auto zerstören und rumfahren und ach, nicht gerade aus dem Auto geschleudert werden und Pins umhauen, aber so habe ich da auf jeden Fall mega Bock drauf. Und naja, weil das selten möglich ist, dass man das selber machen kann, müssen wir es halt im Spiel ausprobieren. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt mal das Rennen. Und dafür drücke ich einfach mal Start. So. Oh, es geht schon gleich los, okay. So, wir sind sowieso recht müde und langsam. Aber wir überholen erstmal alle. Oh, Vorsicht! Bremsen! Vorsicht! Mach Platz da! Du Arschloch! Alter, der hat mich angehupt! Die blöde Sau! Ach, der hätte ich durchfahren. Ja, natürlich, ich hätte durchs Haus fahren können. Wer hätte das gedacht? Da hätte ich auch mit rechnen müssen, dass ich durchs Haus fahren kann, oder? Also eigentlich. So, Vorsicht, hier komme ich. Ah ja, L1 habe ich ja. Nitro. Huch, Entschuldigung, nichts passiert. Ich lebe noch. Ich muss mich natürlich erstmal. Geh mal weg da. Geh mal weg. Ich muss mich natürlich erstmal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Und an die Aggressivität der anderen Spieler. So wie der hier. Und an die Physik und an was weiß ich nicht alles. So, darf ich da mal lang? Alter, du. Arschloch. Ja, hast du verdient. So, Nitro, gib ihn. Alter, ich kann nicht mehr reagieren. Au. Okay, wir sind nicht rausgeflogen, das ist gut. Alter, du Arschloch. Okay, wir sind raus. Welcher Platz sind wir eigentlich? Fünfter, das ist ja nicht gut. Alter, macht mal. Ey. Anhupen. Weg da. Nitro. Oh, wir haben kein Nitro mehr. Wir sind Platz 6. Alter, du blöde Sau, was soll das denn? Alter, ich mach dich platt. Ich mach dich platt. Ich sehe zwar nichts, aber aua. Okay, ich muss mich wirklich erstmal dran gewöhnen. So, gib ihn. So, wir sind Platz 8. Okay, die Gegner sind auf jeden Fall aggressiver, als was ich sowas in Erinnerung habe. Die drängen einen ja wirklich ab. Warum machen die das? Warum ärgern die mich? Okay, aber wir kriegen das schon alles irgendwie gebacken. Ja, ich komm schon. So, wir müssen nur konzentriert. Vorsicht! Entschuldigung, ich hatte Vorfahrt oder so. Ich weiß es nicht. Ich hatte Vorfahrt. Ich sehe nichts am Busch. Da kann ich durch. Ah! Das war knapp. Ich bin aber Platz 1. Es hat sich ausgezahlt, dass man auch mal knapp fährt. Ich bin Platz 2? 1. Na, was denn jetzt? 2, 1, 4, 2, 1, 4, 3. Was für ein Platz bin ich denn jetzt? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich Platz 1 bin. Weil vor mir keiner mehr ist. Und jetzt können wir schön gemütlich auf der Seite fahren. Scheiße. Mann, da kommt mir die Nervosität, dass man Platz 1 ist. So, hau ab da. Au, ich wollte den rammen. Au, lass das. Geh weg. Entschuldigung, ich freue mich so sehr. Jetzt sind wir wieder Platz 4, das ist doch scheiße. Oh, da ist irgendjemand explodiert. Schön. Warum nicht? Ich gehe mal davon aus, dass jemand explodiert ist. Vorsicht, ich muss hier mal durch. Ich muss hier mal ganz kurz. Ich habe eine Pizza hinten drin. Ich muss die ausliefern. Ausliefern! Alter, ein kleiner Pisser, bremst mich nicht aus. Geh aus dem Weg! Ja, nicht so schnell aus dem Weg. Muss auch bedenken. Ich muss auch hinterherkommen. Sonst bringt das aus dem Weg fahren nichts. Ja, ich hätte ja auch nicht hinten drauf fahren müssen, aber komm. Das war wichtig, dass wir hinten drauf fahren. Alter. Kleiner Pisser, ey. Falls ich viel fluche, das gehört dazu. Ciao, Arschloch. Das kommt davon, wenn man sich mit mir anlegen will. Das kommt davon, wenn man hier überall Holz hinstellt. So, Konzentration. Wir sind jetzt in der letzten Runde. Wir sind immer noch Platz 1. Wir haben eigentlich einen ganz fabulösen Vorsprung, Gedingse. Wir sind eigentlich ganz gut unterwegs. Dafür, dass wir hier das gerade zum allerersten Mal machen, sind wir natürlich gut dabei. Au, verdammt. Na, wir sind gut dabei, habe ich gesagt. Scheiße. Gib ihm. Wir sind immer noch. Ich falle immer wieder drauf rein. Na, klasse. Toll. Da fällt er immer wieder drauf rein. Immer wieder.
Und das in der letzten Runde. Verdammt! Aua! Pass mal auf, wo du hinfährst, Mann! Alter, du... Du blöder Sau, Alter! Was soll das? Die ärgern! Ich war Platz 1! Oh mein Gott, das macht so viel Spaß! Ich war Platz 1, verdammt! Die blöden Schweine! Manno! Haha, da liegt einer. Ich glaube, der ist kaputt. Und ich habe kein Nitro und nix. Scheiße. Jetzt kommen wir jetzt Platz 5 da rein, ey. Das gibt's doch nicht. Vielleicht holen wir noch irgendwelche auf. Komm schon. Komm schon. Die kriegen wir doch. Konzentration. Weg da. Vorsicht. Ich muss hier lang. Lass mich. Nitro. So, die können sich ein bisschen keilen. Das ist mir scheißegal. Wir sind... Alter, du... Ich hasse dich. Dich und deine ganze Familie. Ihr seid scheiße, seid ihr. Hört auf. Warum pitten die mich die ganze Zeit? Das ist doch uncool. Das macht man nicht. Mann, wir sind ja nicht bei den amerikanischen Polizisten. Platz 6 ist ja Wahnsinn. Geh mal weg da. Toll, Platz 6, ey. Schön, dass ich immer noch Prelude 350 heiße. Haha, das ist mein Name bei PlayStation. Ganz am Anfang gewesen. Ja. Feuerwerksmeister. Wo sind wir denn? Bulldozer. Wir sind Bulldozer. Sehr schön. Wir kriegen dafür 400. Ja, aber wir sind nur Platz 5. Das ist jetzt... Wir haben 100 Slams gemacht. Ein krasser Treffer haben wir einen gemacht. Da sind wir den, glaube ich, voll reingeballert. Volltreffer 1, Superflip 2 Stück haben wir also zum Überschlag gebracht. Bester Fahrer, geschrottet haben wir 0, Abflug haben wir auch 0. Naja, wir haben bis jetzt 3000 Geld, das ist ja schon mal ein bisschen was. Kann ich auch wieder in die Garage? Nö. Okay, machen wir weiter. Wir sind derzeit in dem Cup hier auf Platz 5. Ist jetzt nicht so gut. Von 12 ist das natürlich nicht sehr, sehr berauschend. Aber wir üben ja noch und jetzt werde ich auf jeden Fall Platz 1. Ob uns das noch irgendetwas bringt, weiß ich nicht, aber ich werde Platz 1. Und ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt auf alles andere. Auf jeden Fall macht das Spiel jetzt schon, die erste Strecke hat jetzt schon so viel Spaß gemacht, diese ganzen, es ist echt gemein. Also bei Flatout 2 waren die Fahrer nie so gemein gewesen, dass sie einen richtig gepittet haben. Das habe ich irgendwie in Erinnerung. Aber jetzt hauen sie einen ja richtig weg, die gehen ja richtig aggressiv vor. Dabei habe ich denen ja eigentlich gar nichts getan. Ich wollte eigentlich nett sein. So, diesmal fahren wir in der Stadt, so wie es aussieht. Es sieht zumindest ein bisschen städtischer aus. Wir gucken uns natürlich erstmal wieder ein bisschen die Strecke an. Weil, naja, Strecke angucken ist irgendwie cool. Einfach mal hier so rumfliegen. Hui. Okay, da können wir links und rechts. Das ist eigentlich scheißegal, weil ich werde sowieso niemals merken, wo wir langfahren können. Aber trotzdem gucken wir uns das halt einfach mal an, weil es auch interessant ist. Oh, viel zu viele Abzweigungen oder viel zu viele Entscheidungsmöglichkeiten. Ich bin ganz schlecht in Entscheidungsmöglichkeiten bei Rennfahren. Ich will dann immer links, aber dann kurz vorher will ich noch rechts und fahren voll in der Mitte. Das meiste. Das bin ich eigentlich gewohnt. Aber naja, werdet ihr dann merken. Vielleicht ist es ja auch anders. Vielleicht bin ich erwachsen geworden. Nein, bin ich nicht. Tut mir leid. Oh, Holzkisten umfahren. Oh Gott, wir müssen unbedingt Erster sein. Ich will die Holzkisten zerschmashen. Na gut. Ich würde sagen, nicht lang fackeln. Los geht's. So, Platz da. Erstmal hier ein paar Leute rammen. Für Nitro, weil indem wir Leute rammen, kriegen wir Nitro. Oder Gegenstände oder ich fahr mal hier nach rechts. So. Wagner! Danke. Nein, nicht mehr danke. Doch, danke. Toll, Zwölfter. Wahnsinn. Doch nicht danke. Am Arsch, danke. Ah, was macht der denn da? Darf ich mal ganz kurz? Danke. Sind wir noch ganz gut hervorgekommen. Vorsicht. Vorsichtig. Den ignorieren wir. So, und Nitro. Weg da. Nitro. Ich weiß nicht, wo lang. Wir fahren aber. Hey, da flog ein Auto. Wir sind, glaube ich, Platz 1. Dank der Nitro-Eskapade. Entschuldigung, wenn da hinten was runterfällt. Das sieht aus wie eine deutsche Baustelle hier. Hier wird gar nicht gearbeitet. Schnell vom Thema ablenken. Also eindeutig eine deutsche... Naja gut, dann müsste hier eigentlich alles voller Autos und Stau sein, wenn es eine deutsche Baustelle ist. So, wir liegen ganz,
Ganz weit liegen wir in Führung. Aber richtig weit. Ich sehe sie unten auf der Karte. Unten links haben wir ja eine Karte eingeblendet. Die sehe ich da unten links noch nicht mal. Ich verliere hier aber drinnen langsam die Orientierung, gebe ich zu. Wir sind aber wieder raus. Sehr geil. Dann geben wir mal ganz kurz Nitro. Und hauen die Bestzeit rein. Yeah, neuer Rekord. So sind wir. Einfach nur gut. La 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 la. Gemütliches an der Spitze fahren nennt man das hier. Das andere mag zwar aufregender sein, aber das hier ist effektiv. Und da wir Fünfter im letzten Rennen geworden sind, müssen wir jetzt ein bisschen effektiver fahren. Und können jetzt hier einfach ganz in Ruhe ein bisschen schnuffeln. Und viele die Leute, die sich irgendwie fragen, warum ich die Kamera nicht im Auto habe, das mag ich nicht. Ich finde es viel schöner, wenn ich das Auto sehe. Ich weiß auch nicht warum, das habe ich mir eigentlich seit Need for Speed 1, also Underground, das war mein Need for Speed 1, habe ich mir das eigentlich angewöhnt, dass die Kamera immer außerhalb ist. Alter, wir sind gut. Wir sind sehr gut. Meins. Okay, wir sind hier wirklich gerade sehr entspannt am Fahren. Die da hinten bekriegen sich ohne Ende. Und wir können hier wirklich quasi schon ruhig und locker es angehen lassen, wa? Ab und zu mal die Bremse betätigen, aber im Endeffekt brauche ich sie nicht wirklich. Hier können wir wieder ein bisschen Nitro geben, ist eine gerade Strecke. Zack. Noch eine Runde, wir sind in der letzten Runde und haben es gleich sowas von reingeholt. Die hatten gar keine Chance, gar keine Chance. Ich fahre meinen üblichen Weg, weil da brauche ich gar nicht bremsen. Der rutscht so von alleine weg, der Wagen. Was eigentlich ganz cool ist, weil, naja, dadurch können wir die Kurven ein bisschen geschmeidiger nehmen. So, und machen wir hier noch ein bisschen was kaputt. Ich glaube zwar nicht, dass wir dieses Mal Premium-Geld bekommen dafür, dass wir irgendwie gebulldozert haben oder so. Oder am meisten Gegenstände in der Umgebung zerstört haben. Wofür der Bulldozer ja, glaube ich, steht. Ich meine, dafür steht er. Ich glaube, das haben wir dieses Mal nicht, weil wir so entspannt und ruhig hier fahren. Können ein bisschen der Musik lauschen dabei. Die ja eigentlich auch bei den anderen Flatout-Teilen immer gut war. Eigentlich bei allen auch Need for Speed-Teilen. Fahre ich einen anderen Weg? Es kommt mir so vor. So. Muss ich erstmal wieder gucken. Okay, wir fahren diesmal definitiv anders. Und der Weg war definitiv zeitraubender. Aber wir geben ein bisschen Nitro. Wuhu! Reindrift. Achso. Jetzt bin ich drinne. Ich wollte mal ganz lässig reincruisen. Eine Sekunde Vorsprung. Easy. Haben wir hier irgendwas? Wir sind Bulldozer? Wirklich? Bulldozer? Schnellste Runde haben wir nicht mal mehr geschafft. Schade. Platz 1. Slams 3 Stück. Mehr nicht. Wir sind Platz 2. Du hast den zweiten Platz im Cup geholt. Ja, für Platz 1 hat es leider nicht gereicht, weil, naja, dieser Sven besser war. Naja, Platz 2 ist auch in Ordnung. Platz 2 ist natürlich, also, ne, muss ich mal sagen, ist doch auch gut, oder? Ich gehe da jetzt mal ganz stark von aus, dass es auch gut ist. Du hast 57 Cash gewonnen. Zeitrennen, Brutkostdrucks, ja genau, jetzt kriegen wir noch die Rennen. Events. Du hast einen neuen Cup freigeschaltet. Das ist ein Zerstörer-Cup. Oh Gott, ich will einen Zerstörer-Cup. Überlebe Wüstenarena. Oh Gott, ich will in die Arena. Arena, Arena, Arena. Können wir noch in die Werkstatt? Da will ich nochmal rein. Fahrzeug durchsuchen. Upgrades.